Das ISC 2014 wurde technisch ausgestattet vom Music and Lights. Michael! Oh Gott, jetzt kommt auf dieser Bühne, ist jetzt ein Implay-Arm, jeder in seiner Rolle. Und um euch das in einer langen Länge zu zeigen, habe ich jetzt einen eigenen Extra-Teil. Also den Abend könnt ihr hier in diesem Teil sehen. Lasst die Spiele beginnen. Ich hol den Doc Tessor. Da kommt der ganze... Ja, genau. Cola. Da will der schon abhauen. Ich muss. Da sollte der Doc Tessor vielleicht mal schneller an der Teleportation arbeiten. Das Schauspiel auf der Bühne wird gleich immer wieder unterbrochen und es werden Anweisungen rausgegeben, die nur ihr... und die Personen, die sie betreffen, mitbekommen werden. Das heißt, der Rest der Schauspieler ist nicht eingeweiht, was sie da erwartet. Bestaunt die geilen Outfits von euch. Ihr seht alle großartig aus. Alle, die mitspielen. Ich sitze auf einer Cola-Kiste, deswegen bin ich wichtig. Wenn ihr diesen Sound hier hört, heißt das, es gibt eine schöne Aufgabe für die Herren und Damen da auf der Bühne. Und hiermit viel Spaß. Gut. Hiermit eröffne ich die erste öffentliche Sitzung des Hohen Rates mit Plenum am 26.07.2014, irdischer Zeitrechnung, um die Uhrzeit, 21.36 Uhr. Hervorragend. Ich begrüße meine sehr verehrten Herrscharen, meine sehr verehrten Minister und unseren seltensten Gast, unseren hochwohlgeborenen Lord. Vielen Dank, dass ihr euch uns mit eurer Anwesenheit beehrt. Aber gern. Stellen wir einmal fest, ob wir beschlussfähig sind. Von links und rechts, welche Ministerien haben wir anwesend? Mire. BK. Umro. Jemma. Konspi. Mi. Wir. Wir. Meh. Meh. Moment, Moment, ich habe jetzt mit diesen Abkürzungen nicht wirklich... Degressive Rechtsprechung und... Einheit. Ministerium für bewaffnete Konflikte. Ministerium für Umweltschutz und Robbenbild. Ministerium für intellektuelle Qualität, Propaganda und repräsentative Maßnahmen. Schön. Ministerium für subversive Aktivitäten und Konspirationen. Oh. Ministerium für Immobilien und Infrastruktur. Ministerium für Wirtschaftswachstum und Rechte. Ministerium für kulturelle Vielfalt und Urheberrechtsschutz. Ich bin dem Mire zugeordnet als imperialer Magistratus. Mhm. Okay. Danke für eure Anwesenheit. Vielen Dank. Gut. Die Berichte aus den Ministerien. Wie gewohnt, wir gehen wieder unsere Runde durch. Was ist bei euch vorgefallen? Das Mire hat in der Tat zum allerersten Mal etwas zu berichten. Wir haben einige Aktivitäten gestartet, um die Liebe im Imperium zu vergrößern. Ich mag Wir haben mehrere... Organisationen mehrere Programme aufgestellt. Das eine wäre, wir verteilen im ganzen Imperium, vor allem in den Großstädten, Punkte, auf denen sich Herrscher sammeln können, bestückt mit Herzballons und dementsprechendem Gas, das zu füllen gibt. Dort wird man auf diese Kerzen schreibt man etwas Liebes drauf, bindet sie an die Luftballons und lässt sie weltweit nach einem Countdown zusammen steigen. Liebesgas. Das zweite wäre, wo auch immer man sich befindet, man trägt immer ein Kärtchen mit sich herum. Und wenn man jemanden sieht, der schön ist, ein strahlendes Lächeln hat oder etwas, schreibt man dies auf einen Zettel und gibt es ihm einfach. Hervorragende Vorschläge. Bitte alles, was noch nicht veranlasst wurde, zu veranlassen. Das werden wir tun. Vielen Dank. Bitte. Ministerium für bewaffnete Konflikte hat es tatsächlich geschafft, seine Überwachungsaufgaben und Schutzaufgaben einheitlich auszubilden und durchzuführen. Gegen wen kämpfen wir denn aktuell? Aktuell haben wir einen Kampf gegen ein paar widerwärtige Rebellen. Oh, Rebellen! An welcher Front sind sie diesmal? Geografisch gesehen kurz vor dem Ozean. Wir haben sie fast zurückgedrängt in den Atlantik. Hervorragend. Dann sind wir dir ja so gut wie los. In der Tat. Endlich. Bitte. Das Ministerium für Umweltschutz und Robbenbabyhockey befindet sich derzeit in der Phase des Vorbereitens des Turniers. Sehr zweiten gut. Turniers, weltweiten Turniers. Mhm. Zu dieser sportlichen Höchstveranstaltung dieses Jahr, alles andere ist ja Firlefanz. Werden mindestens 9 Mannschaften, vielleicht sogar 10 Mannschaften antreten. Vores Jahr waren wir nur 4. Eine beeindruckende Steigerung. Ja. Sehr schön.
Bitte. Die Firma plant den Relaunch der Imperial News in neuem Gewand und mit besseren Inhalten. Außerdem bereiten wir uns darauf vor, neue Aktivitäten zu planen, um die Rechtschreib- und Grammatikfähigkeit. Hervorragend. Die neuesten grammatikalischen Regeln liegen euch vor? Natürlich. Sehr gut, sonst hätten wir die noch organisiert. Ist denn der Begriff des Hairsharing bereits etabliert? Nein, aber das wird sofort eingeführt. Ausgezeichnet. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? Einmal für mich zur Erinnerung. Nun, soweit ich mich erinnere, war das Hairsharing hat eine dreifache Bedeutung im imperialen Duden. Nämlich einmal das Teilen von Liebe und Glückseligkeit mit anderen Heerscharenmitgliedern, dann das Verbreiten des Heerscharentums allgemein und als drittes, das war nochmal das dritte, ich meine mich zu erinnern, dass der liebe Doktor diesen Eintrag verfasst hat. Ich glaube, das war das Teilen von Keksen innerhalb der Heerscharen. Meh! Ich halte es für essentiell wichtig, dass das Hairsharing. Ich erhalte eine eingehende Übertragung. Dr. Death hatte sich soeben gemeldet und hatte mich gebeten, zu berichten, dass er, während er erneut den Stein für den Steinsammelclub gesucht hatte, ein weiteres flauschiges Hello Kitty-Kätzchen erworben hat. Oh. Und? Ist das relevant? Äußerst dringlich. Äußerst dringend. Er hat ein neues Plüschkätzchen gekauft. Ja. Milord, in den Augen unseres Kanzlers ist Hello Kitty relativ hoch angesiedelt. Ihr erinnert euch vielleicht an einen Vorfall vor ewigen Zeiten, in den auch unser werter Marvin involviert war. Ja. Ihr versteht also. Nein. Dann sind wir uns einig. Aber okay. Wir waren beim dritten Punkt des Hairsharing. Ja, das Hairsharing, ja genau, das Teilen von Keksen. Was wir ja mittlerweile durch die Abteilung für Wissenschaft und Forschung als erwiesen angesehen wurde. Ich glaube, Langzeitstudien wurden auch dafür geführt. Herr Professor, ja. ist das bestätigt? Laut Langzeitstudien zufolge ist es klar, dass Hairsharing das Lebensgefühl eindeutig steigert. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor. ja, damit ist es bewiesen. Darum möchte ich, dass das oberste Priorität hat. Ich werde das sofort veranlassen. Ausgezeichnet. Bitte. Das Konzert mit einigen Widersachern, die sich auf das ISC 2014 eingeschlichen haben sollen, zu kämpfen. Jetzt bin ich gespannt. Was war nochmal das wollen wir auch? Das ISC, Milord, ist das imperiale Summer Camp dieses Jahr, das zweite. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ihr der Veranstalter seid und dass wir uns gerade dort befinden. Wir haben hier wunderbare Teilnehmer. Ach, wir sind... Wir sind gerade. Das ist die Sache, die ihr ja gemacht habt, bevor ihr euch um die 100 Sterne und Bowser gekümmert habt. Ah. Genau, direkt nach Nalles Kreuzigung. Ich wollte den Yoshi unbedingt haben. Das habe ich nicht. Okay, ja. Ja, der Yoshi war definitiv wichtig. Er ist absolut wertvoll. Natürlich. Weiter. Aus dem Ministerium für Immobilien und Infrastruktur haben wir wenig Neues. Wir haben Fortschritte in der Erschließung von Immobilien. Wir haben gerade heute Vormittag den Wald in der Nähe des Zeltplatzes Melle-Meesdorf erschlossen. Dort haben wir Brücken geschlagen und Pläne für die dort vorhandenen Gebäude zusammengetragen. Außerdem Pläne für weitere Einrichtungen dort vorbereitet und werden demnächst den Bau sämtlicher neuer Anlagen veranlassen. Was genau meint ihr mit neuen Anlagen? Neue Anlagen? Wie gesagt, wir haben vorhandene Gebäude erschlossen mit Brücken. Die dortigen Gebäude werden ausgebaut. Wir haben nur einen kleinen Zugang, doch darunter lässt sich hervorragend in den drei Zonen, die sich kostengünstig ausbauen lassen. Was ist daran lustig? Das wüsste ich auch gern. Das erschließt sich uns vielleicht später. Also diese drei Kellergeschosse lassen sich sehr einfach erschließen. Effektiv müssen wir nur einmal Staub wischen. Und können dann dort die neuen Archive des Kryptoriums einrichten. Und wer macht das? Die Minions. Wir haben Minions. Wir haben sie nicht mehr alle, aber wir haben Minions. Verursachen irgendwelche Kosten?
Nein, die sind tatsächlich selbsternährend. Und wenn die mal kuschelbedürftig werden, wirft man entweder Rebellen oder Teilnehmer rein. Alternativ kuscheln die sich auch selber. Also sehr pflegeleicht. Das Einzige, was man nicht tun sollte, wenn man vorhat, da schnell rauszukommen, ist ein Apfel oder eine Banane hochhalten oder erwähnen. Verstehe. Das ist eine ganz üble Idee. Oh, André, vor allem Nummer 10 wird der Punkt mit den Kosten sehr gefallen. Ja, da bin ich überzeugt. Ja. André, wir können die Minions sogar noch für eine weitere Sache benutzen. Denn wir haben mittlerweile festgestellt, dass sie ein unglaubliches musikalisches Talent besitzen. Also, falls wir auf irgendwelchen Veranstaltungen doch noch musikalische Untermalung brauchen, 5 Minions und... Bitte wie? Mein Gott, was ein Schmarrn. Dann hätten wir sie doch schon viel früher herangeschaut. Wir haben das auch nur per Zufall entdeckt, als sie gearbeitet haben und auf einmal angefangen haben zu singen. Es war eine wundervolle Zufallsentdeckung. 5 Minions und ihr habt eine wundervolle Band. Dann gibt er Ruhe. Das ist leider normal. Das haben wir festgestellt. Wenn man ihn anfängt zu krauen, dann gibt er wieder Ruhe. Dann geht seine animalische Seite weg. Ich danke euch, Surikata. Sehr gerne. Ich habe noch weitere Fragen zu den neuen Anlagen. Ist denn der Wasserrutschenpark dabei? Ja, der wird kombiniert mit einer Planung des Primarchen, der zu lieben ist. Der hatte heute Morgen einen hervorragenden Vorschlag. Ein großes Gebäude, modern gestaltet, in den Wald integriert, mit großen Fensterfronten. Man muss 1, 2, 3 Bäume fällen, um den Platz dafür zu haben. Der Rest bleibt stehen. Umweltverträglich bleiben, bitte. Ja, wir bleiben so umweltverträglich, dass wir das, was nicht aus Glas ist, aus Holz bauen und dafür diese Bäume wiederverwenden. Das heißt, sie bleiben in der Theorie an ihrem alten, angestammten Ort. Aber ist das drin, aber schwierig? Das geht tatsächlich, bitte. Aber ist diese Anlage denn auch vernünftig zu verteidigen? Die ist vernünftig zu verteidigen. Erstmal ist sie für euch interessant, kostengünstig mit Strom zu versorgen. Immerhin. Und von individuell einstellbarer Solarpaneele auf dem Dach. Ihr denkt mit, das geht hin. Die haben zwar einen gewissen... Sie haben zwar einen gewissen Anschaffungspreis, die wir allerdings in kürzester Zeit durch die Solarenergie wieder heraus haben. Sie reicht sogar, um die Plasmakanonen zu befeuern. Plasmakanonen? Plasmakanonen. Geil. Ich bin begeistert. Moment, damit ich das richtig verstehe. Um diese Solarpaneele ordentlich mit Energie zu versorgen, müssen sie doch auf der Sonnenseite stehen, richtig? Richtig, sie sind auf dem Dach angebracht und dem Sonnenstand nach auszurichten. Das sehe ich jetzt etwas problematisch an, denn wo sagtet ihr, stehen die? Hinten in den Wäldern? dicht beim Rande, aber ja, in den Wäldern. Ihr seht offenbar keine Nachrichten. In letzter Zeit wenig. Die Krebsmenschen sind ausgebrochen! Was? Was? Warum erfahre ich das erst jetzt? Wieso weiß ich davon nicht? Warum habt ihr keine ordentliche Berichterstattung, die euch damit versorgt? Ich Weil meine, wenn Krebs haben. Das Ministerium. Ich fordere den totalen Krieg! Wo wollen wir die denn hernehmen? Wir also ich finde den super. Wenn sie singen können, können sie auch tanzen. Und wenn sie tanzen können, dann können sie kämpfen. Das ist ja ein interessanter Ansatz. Aber es wundert mich gerade, dass es aus dem Ministerium für Integrative Eintracht kommt. Ansonsten folgt das wunderbar der japanischen Philosophie. Und die Japaner machen ja nicht alles schlecht. Einiges sogar sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Aber japanische Panzer sind immer noch abgesehen mehr. Vom totalen Krieg. Abgesehen davon. Aber, also, das ist mein,
was Neues von euch. Ja. Normalerweise höre ich immer nur dieses Wischiwaschi-Gelaber. Und das Gute daran ist, sobald wir sie alle besiegt haben, können wir sie alle in umliegenden Restaurants verkaufen. Genial! So machen wir etwas Gutes aus diesem Krieg. Ja, Profit! Moment! Herr Post, beziehungsweise geprüft werden, wie viele Krebsmenschen überhaupt entkamen. Nicht, dass wir eine zu kleine Streitmacht entsenden. Gibt es irgendwelche Zahlen? Genaue Zahlen sind mir leider nicht bekannt. Wie viele Krebsmenschen gibt es überhaupt? So viele. Ich meine, sprechen wir hier von 5, 6? Oder reden wir so von 50.000? Also, so wie ich Nummer 7 kenne, ist es mindestens eine vierstellige Zahl mit einer 2 oder 3 vorne. Mindestens. Soweit ich es richtig weiß, hatte 7 einen freien Tag. Einen freien Tag für 7? Wer hat das angeordnet? Und warum nicht 7 freie Tage? Berechtigter Einwand, aber wem ist 7 genau unterstellt, Milord? 1. Und wem ist 1 unterstellt? Mir. Habt ihr 1 dazu angewiesen? Ich nicht, ich rede mit 1 nicht. Ich hasse den Kerl. Ich vergaß. Du kleines Arschloch. So gern ich eure Liebe auch wie immer wieder erblühen sehe, ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Zeit. Schau dir den Jungen doch mal an! Ich kenne meine Neffen sehr gut. Du! Aber jetzt ist was im Busch schon. Wir beantragen, diese 2 als Ausbilderin für die Armee einzusetzen. Ihr erinnert euch an die Eltern eurer Verlobten? Ja. Und dass es möglicherweise im Nachhinein zu Spannung führen könnte, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was da passiert. Oh. Du hast die Flauschenprimarchen gefickt? Das ist alles egal! Alles egal! Es ist Mena! Das ist Minderjährige. So, das ist eine Ansetzung des Hohen Rates. Ich bitte darum, dass das vertagt wird. Das vertagen wir um einige Stunden. Ich wollte anmerken, dass ihr allen schon einen freien Tag zugesprochen habt. Ich war betrunken. What? Ihr trinkt, Milord? Das wäre mir neu. Ich hatte auch Manta, aber die hatte einen Fruchtsaftgehalt von 2%. Oh, ja, das erklärt's. Ihr lernt es auch nie. Ich konnte einfach, ja. Ihr lernt nie aus euren Fehlern. Ich weiß. Nächstes Mal lassen wir wieder 11 einkaufen. Ja. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja! Er gibt aber noch ein Geld drauf. Schicken wir 10 mit Spaghetti? Ja. Die Spaghetti-Geschichte. Ja. Genau, die erinnert gut. Wir waren bei dem Krebsmenschen-Problem. Genau. Gut, wenn ihr den einen freien Tag gegeben habt, dann haben wir Fanta seit Dank jetzt mindestens 10.000 Krebsmenschen. Okay, da draußen. Wenn wir 10.000 Krebsmenschen. Aktiviert! Bitte um Ruhe im Plenum. Zumindest ein wenig. Wenn wir 10.000 Krebsmenschen im Wald rumlaufen haben, haben wir denn auch genug Kapazitäten unserer Soldaten? Nein, mein Lord. Es sei denn, ihr gebt mir... Streber. Mir die Verfügungsgewalt über sämtliche Minions, die dem Mii zur Verfügung stehen, dann hätte ich eventuell, wenn die Fähigkeiten so schlimm, wie sie angepriesen und prognostiziert wurden, genügend Truppen, um diese Krebsmenschen einzudämmen. Aber können wir das überhaupt rechtlich durchsetzen?
Ich meine, habt ihr euch mal das IGB durchgelesen? Da steht nirgendwo was, dass ich hier einfach Minions einsetzen kann oder dass ihr Minions einsetzen könnt, werter Minister, um Krebsmenschen zu bekämpfen. Nö. Das Schöne ist dann im Arbeitsvertrag der Minions. Diese sind unsere Leibeigenen. Und wieso ist der nicht auf meinem Schreibtisch gelandet? Ich dachte, sämtliche Rechtsgeschäfte des Imperiums müssen nur mal meinen Schreibtisch laufen. Auch Arbeitsverträge. Und Arbeitsverträge. Ja, Arbeitsverträge. Also ich habe keinen unterschrieben. Das wäre nicht. Ich auch nicht. Auch nicht. Also die Minions wollten einen haben, da habe ich einen Bierdeckel genommen und was da drauf geschrieben. Also dann geben wir dem Pöbel, was er will. Wir geben ihm, was ich will. Das ist normalerweise richtig, aber probiert mal Folgendes bei Zeiten aus. Stellt euch mal in die Mitte der Minions und haltet einen Apfel und eine Banane hoch. Und kommt lebend mit beidem unangebissen wieder raus. Und glaubt mir. Und wie soll das helfen? Dann wisst ihr, warum ich denen einen Vertrag gegeben habe. Es sind viele. Es sind sehr viele. Niemand weiß genau, wie viele. Nicht mal die Minions selbst. Sie gründen keine Gewerkschaften, oder? Nein. Gut. Das steht auf diesem Bierdeckel mit drauf. Das würde helfen, die Gefahr durch die Krebsmenschen einzudämmen. Alternativ bestünde immer noch die Möglichkeit, eine Erfindung beim Dr. Tessor diesbezüglich zu beantragen. Ist der Dr. Tessor da? Ich hoffe doch, wir haben ihn geladen. Also mit? Mit einem Brief. Haben wir ihn vorgeladen. Das stelle ich mir schwierig vor. Na gut, dann soll er mal reinkommen. Also mit ein bisschen Vaseline und einrollen. Wer hat mein Mugel in ein Minionlager umgewandelt? Hä? Oh, ich weiß nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Das war Hase! Ich muss zugeben, Sie gehören zu mir. Wisst ihr eigentlich, was ich da unten mit diesem Kerl zu tun habe? Hä? Die sind nicht stubenrein! Ich meine, das würde ihre gelbe Farbe erklären. Das tut mir auch ausgesprochen leid. Dann müssen die von unserem Lager ins Muggel übergelaufen sein. Wir brauchen ab sofort 100.000 Windeln. Probeschätzung. Ich habe einen Zelomator erfunden. Hervorragend. Hätte ich auch drauf kommen können. Ich würde aber die Gelegenheit gerne mal ausschleichen. Ja. Goldstücke zu zählen ist ein wenig aufwendig. Kannst du mal die Krebsmenschen zählen? Ich werde sofort hingehen und etwas dafür erfinden. Dann geh hin und erfinde. Ich gehe hin und erfinde. Ja, Dr. Tessor, abwärts. Also, die Zahl der Krebsmenschen ist im Anmarsch. Und die Zahl der Minions scheint ja auch bestimmt worden zu dann sein. Dann bitte ich baldestmöglich um Zusendung der Zahlen, damit ich mich mit dem Konspi abstimmen kann, wie wir dieser Gefahr entgegengehen. Ja. Abstimmung finde ich zwar scheiße. Ja. Aber in diesem Fall ist es wohl notwendig, nicht wahr? Gut. Damit hätten wir zumindest das Krebsmenschenproblem ja vorerst gebannt. Was wir nicht gebannt haben, ist das Problem mit den Solarzellen. Welches Problem hatten wir damit noch? Ich hab's vergessen. Wir hatten kein Problem, wir hatten die Frage. Ja, das ist super. Was können Sie? Protokoll. Wo waren wir denn? Ich bin nicht so ganz fertig. Nur von Inkompetenz umgeben. Jo, ja, das war los. Milo, dem ist so. Das Problem mit den Solarzellen war, dass sie im Wald waren. Und was ist das Problem daran? Gibt es im Wald keine Sonne? Das Problem war kein Problem, sondern eine Frage. Es war die Frage, die müssen ja in die Sonne erreichen, bis in die Sonne die Solarzellen. Haben wir die Sonne denn schon unterworfen? Die Sonne bitte vortreten. Sonne? Natürlich hat sich mein Bruder schon unterworfen. Ich bitte euch. Ah ja, okay. Alternativ hätte ich noch einen Plan gehabt, wie wir sie erobern können, aber wenn das vielleicht geklärt ist. Wunderbar. Das können wir direkt voranschreiten. Milord, eine kurze Zwischenfrage, wenn ihr mir erlaubt. Wo ihr gerade von umgeben spracht, wer ist dieser Militär hinter euch? Oh, das ist Professor Stepanos. Was tut er hier? Er steht da. Das ist richtig, das ist gut. Naja, der gehört zu mir. Mein neuer Haus- und Hofphilosoph. Oh, er ist super. Verzeih so. Mein Lord, was kann er denn? Philosophieren und wichtige Fragen stellen. Verursacht er Kosten? Minimal.
Er wirkt auch äußerst seriös gekleidet. Ich liebe seine Krawatte. Nun ja, Sie haben gesagt, ohne Krawatte kommt man hier nicht rein. Gut, wenigstens verbraucht er nicht viel Stoff. Und es sieht verdammt gut aus. Das kann man tatsächlich nicht leugnen. Keine weiteren Fragen zu den neuen Einrichtungen des Mii. Gibt es denn noch mehr? Außer diesen Solar. Die Solaranlagen stehen oben auf der von euch erfragten Wasserrutsche, dem Wasserrutschen. Ah, der Wasserrutschenpark! Und damit schließt sich der Kreis. Richtig. Ja, sehr schön. Okay. Es kommt alles wieder zum Anfang zurück. Ja. Wunderbar. Und wenn ich es wieder einfangen muss. Bisher haben wir alles... Ja, dann würde ich mal sagen, nächstes Ministerium. Ich bitte darum. Gut. Nachdem wir jetzt schon einige gute und einige schlechte Nachrichten von uns hatten, kann ich zusammenfassend sagen, was das Zählen unseres... Vermögens muss ich leider sagen, da ihr ja eine große Vorliebe für Gold habt, anstatt einfach irgendwelchen Geldscheinen oder Aktien oder Fonds, ich langweile euch damit schon gut. Wie auch immer, da ihr mir auch abgeraten habt, diese schöne Waage einzubauen, kann ich im Moment nur sagen, unsere Schatzkammern sind mal etwas voller und etwas leerer. Gut. Die Drachenzucht hat euch einiges gekostet, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber ansonsten geht es den anderen Adelshäusern auch relativ gut. Verschiedene Aktivitäten innerhalb der Heerscharen sind auch mehr oder weniger finanzierbar. Wir haben es sogar geschafft, dieses Camp einigermaßen günstig zu halten und dennoch in Ordnung zu haben. Ja. Mein Lord, langweilig euch. Mein Lord, seid ihr noch da? Die Krebsmenschen! Gut, dass wir sie ausgebrochen haben. Wir haben totale Krebs! Ja! Du Heidi! Gut, ich unterbreche eure Träumereien nur ungern, aber bis jetzt ist die Ausrottung nur geplant. Dafür ist sie sehr gut geplant und wird bald durchgesetzt. Aber gerade. Ich weiß doch. Das ist schon wieder passiert. Kein Problem, Milord. Das hat kaum einer gemerkt. Okay, damit haben wir das Krebsmenschenproblem gelöst, aber noch nicht dieses Solar. Ich bin dann fertig. Die Solaranlagen klärten wir bereits. Die Sonne, die wir bereits unterworfen haben, an diese herankommt. Außerdem sehr einfach, obwohl es im Wald steht, weil diese auf dem Dach angebrannt sind. Und zwar auf dem Wald, Dach genau. Des Wasserrutschenparks. Wasserrutschenpark, ja. Und so schließt sich der. Es kommt alles immer wieder zum Anfang und wenn ich es einfange. Ihr erzählt, das ist von der Drachenaufzuchtstation. Wie viel schluckt so ein Drache ungefähr in der Woche? Oh. That's what she said. Also, ich glaube, was interessanter ist... Wie viel auf 100 Kilometer? Das ist auch interessant. Das ist gut. Unterwegs versorgen sie sich meistens an kleinen Dörfern selbst. Aber das, was mehr Probleme bereitet, ist, was sie hätten fallen lassen. Denn das ist keine Kleinigkeit. Ich möchte mich übrigens beim Ministerium bedanken für diesen großartigen Ring. Absolut perfekt. Was tragt ihr denn für einen wunderbaren Ring, mein Lord? Es ist der imperiale Siegelring von www.extremeschmuck.de. Großartige Qualität. Wer auch einen imperialen Siegelring möchte, der kann unter www.shop.schmuck.de jederzeit einen derartigen imperialen Siegelring bestellen. Vielen Dank dafür. Imperial. Werbung steht. Diese Kosten genehmigt. Nun ja, es stand darunter mit besten Grüßen 11. Klammer auf, 10 zahlt, Klammer zu. Ich bringe ihn um! Das ist doch unsere Aufgabe. Er ist aus Adamantium. Direkt, meine Legion! Direkt, wie viele Umdrehungen sind in eurem Kelch und können wir uns den möglicherweise leihen? Bitte! Bitte! Ihr Lieben... Besetzt mit reinstem Kryptonit. Ich teile mein Blut nur ungern. Ihr Lieben, es sind keine Umdrehungen, damit ist er uninteressant. Alles gut.
Wir bekommen das alles wieder rein. Das Metall wurde gekühlt in den Tränen von Jungfrauen. Wir bekommen fast alles wieder rein. Und wie soll ich Rebellen bekämpfen, wenn ich kein Geld für Truppen habe? Mit den Minions, die zahlen sich wie gesagt selbst. Ja, anscheinend ja. Und haben wir Geldprobleme? Wir nehmen uns einen der größeren Minions. Ja. Gib ihm mal ein Schwert in die Hand, zeig ihm, wie das funktioniert und die anderen Minions kopieren. Das funktioniert hervorragend. Das Adamantium für den Ring, das hätte ich wunderbar für eine neue Waffe nutzen können. Oh, keine Sorge. Da ich ja gerade die Bestätigung bekommen habe dafür, dass das Budget reicht, habe ich gerade noch einen neuen Todessternwerfer bestellt. Ja. Ich liebe es, wenn der Laden läuft. Ihr solltet den Stift vielleicht weg. Das klingt nach einer guten Idee. Warum? Weil mein Onkel sonst möglicherweise dafür sorgt, dass Erik mehr zu trinken hat. Gib ihm bloß den Stift wieder. Jetzt gib ihn nicht noch an. Nicht vor den Massen. Verdammt, ja, verzeiht. Mein Lieber, zähmt eure Blut, ihr bekommt noch genug von der war gut. Dann haben wir jetzt einmal alle tief durch und gehen weiter. Minion, ich sehe dich. Die imperialen Zeichner, ne? Die machen so eine gute Arbeit. Hervorragend, endlich wieder gute Nachricht. Überall wunderschöne Gemälde in ganz Imperia. Ich sehe dich. Unglaublich. Sag mal, warst du in Korea? In Korea? Was soll ich denn bitte in Korea? Du klingst so. Die reden auch so. Also, wie denn? Na, so. So nordisch. So habe ich nie gesprochen. Doch, gerade eben. Das wüsste ich ja wohl. Weiblich. Läuft die abendliche Musikrunde auf dem ESC sehr, sehr gut. Es werden natürlich die neuesten Hits gesungen. Herrscharen rennt zum Beispiel, ein wunderschönes Lied. Damit wäre das Kufu auch am Ende. Auf den Reihen der Rechtsprechung gibt es Pusten zu verkünden, dass wir planen demnächst die erste öffentliche Gerichtsverhandlung. Der Lenker, was gibt's denn da? Nun, es wird wahrscheinlich, wenn die bis dahin noch zu erfolgenden Aufklärungsarbeiten gelaufen sind, vermutlich eine Enthauptung oder zumindest eine längere Gefängnisstrafe. Hebt mir was auf! Ich mag Enthauptungen. Könnten wir nicht nochmal Jesus nehmen für eine Steinigung? Ja. Nein, die haben keinen Kies. Aber seit wann haben wir Verhandlungen? Noch besser. Weil wenn ja ich darf noch keine Ermittlungsdetails nach außen geben. Ihr wisst überhaupt nichts. Einer nach dem anderen. Wir dürfen derzeit leider noch keine Ermittlungsergebnisse nach außen bringen lassen. Die entsprechenden Personen, die für die Verhandlungen benötigt werden, werden in Kürze von ihrer höchstrichterlich angeordneten Erscheinungspflicht informiert werden. Viel mehr geregelt. Das Einzige, was sich wohl dazu sagen lässt, ist dadurch, dass der imperiale Magistrat eindeutig unterbesetzt ist. Können wir wieder aufhören zu labern da hinten? Wir haben uns nur an das unglaubliche Finale der letzten Robbenberg Meisterschaft erinnert. Uns ist aufgefallen, dass da noch nicht genug darüber geredet wurde. Könntet ihr das bitte vertragen? Diese großartigen Spieler haben doch nicht hinreichend Wenn da gewonnen. Ich möchte gerne meinen Vater. Meiner einer, mein Lord. Ihr habt seid eigentlich beim Robbenbaby-Hockey. Hast du die Drecksviecher auch so? Was? Haben das Blut aus den Adern verkitzelt? Ich möchte bitte die Fortführung meines Hausbruders Azrael weiter lauschen. Da der imperiale Magistratus eindeutig unterbesetzt ist, gilt außerdem, dass ich für diese Zeit einen Zweitjob annehmen musste. Nein. Ich werde selber als Verteidiger vortreten. So ein 400 Euro Job oder wie? Wohl eher 40.000 Euro? Was? Oder Job?
Deswegen hatten wir bisher keine Gerichtsverhandlungen. Er hat nicht gesagt, dass er was dafür will. Ich meinte eigentlich, er macht das aus Hobby. Aus Hobby? Ja. Alles kostet heutzutage mehr. Dann drucken wir doch einfach neues Geld. André, als kleine Spende also gebe ich meine Goldreif in deine Hände. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weiß das zu schätzen, danke. Hey, wie gesagt, ich habe da noch meinen Berg zu Hause, der ist voller Gold. Ja, aber den benutzt ihr auch nur als Spiegel, damit ihr brauner werdet. Nein, ich schlaf da drin. Ich sag aber, kostet Rebellen! Oh! Oh. Hast du mal die Nase angeschlagen? Natürlich! Warum? Er ist ein Rebell! Ja, dann. Das gibt Minuspunkte meine Waffe. Azrael, was ist los mit euch? Ich habe soeben erfahren, dass sich Rebellen hier einschleichen. Ja, aber warum? Wieso er? Es wurde mir zugetragen. Und das glaubt ihr einfach so? Wenn es vom Doktor kommt, ja. Der Doktor sagt. Dr. Depp, höchstpersönlich. Er? Ja, er. Nein! Deswegen ihn verdächtigt niemand. Das wir brauchen eine Gerichtsverhandlung. Ab mit dem Kopf! Ich bin froh, verkünden zu können, dass wir bereits derartiges in die Wege geleitet haben. Ohne, dass ihr es vorher wusstet? Wir wissen, was wir alles wissen. Wir arbeiten ja nicht mal vorausschauend. Wenn ich wüsste, was ihr wisst, würde ich wissen, was ihr wisst. Wir arbeiten sehr eng mit allen Häusern zusammen, natürlich auch mit den Zivilen, dass sie uns, nun sagen wir, gewisse Informationen aus gewissen Ereignissen zugetragen haben. Wenn gewisse Informationen wüssten, was gewisse Informanten wissen, dann wüssten die Informanten nicht nur das, was ich weiß. Ich weiß nicht, wie Denn großer Philosoph der Vergangenheit, oh, eventuell sogar ein Vorfahren von ihm, würde zu sagen pflegte, ich weiß, dass ich nichts weiß, sein Quatsch. Ich weiß, dass ich alles weiß. Ja, Schatz. Mit Ausnahme des Menschen. Ja, ich kann dich hier weg. Meine Frau, das ist nicht fertig. Oh. Easy? Ich kann nicht hier weg. Wir sind noch immer in der Sitzung. Das habe ich dir aber schon vor 2 Stunden gesagt. Oh, meine Tochter. Verzeiht. Wüsst ihr denn nicht, das Weibsvolk zu zähmen? Die Kette scheint zu lang zu sein. Sie kommt zum Telefon. Danke für diesen Einblick in die Abläufe des Hauses, des Hohen Hauses Gehenna. Das scheint Regularium zu sein. Was? Oh, wie? Die Tegelberge sind entflammt. Gott! Die Krebsmenschen waren es. Was? Was? Nein. Wie kann das sein? Wieso erfragst du was nicht? Nein, 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 nein! Also unter diesen Umständen. Bringt die Frau ins Sauerstoffzelt auf dem allerschnellsten Wege. Und gibt ihr einen Tee, verdammt! Rettet den Tee, sonst komme ich morgen nicht hoch. Und in Angesicht der restlichen Lage vertagen wir den Rest der Sitzung. Ist die Sitzung für heute geschlossen? Und nun laden wir alle Zuschauer herzlich ein zu einem großen gemeinsamen Fest aller Adelshäuser ums Feuer mit Fleisch, so viel ihr wollt. Wenn ihr es bezahlt. Wie lange ihr dafür bezahlt? So, die Rebellen sind alle gefunden. Das war schon Tag 6. Weiter geht's mit Taxi. Wieder der Papadon oder der Dr. Kisser erlaubt. Wird es extra für euch, für die Herrscher. Die Weltpremiere von I Will Erfinden geht. Dieses Spiel ist die Wahrsage. Wir spielen Quidditch. Danke. Nisa habe ich erfunden.